Hallo und herzlich willkommen in der Schüttelschule von Banneke.de. Mein Name ist Michael Gelsing und heute zeige ich Ihnen einen wirklich sehr leckeren Dessertdrink mit dem etwas morbiden Namen Grave Digger. Banneke. Feinkostflüssig. Woher der Name stammt, weiß ich selber nicht so genau. Ich könnte es mir vielleicht anhand der Optik, die nachher entsteht, erklären, aber ansonsten gibt es dafür, glaube ich, keinen besonderen Grund. Ist ein Drink auf Brandy-Basis mit Vanille, Orange und Kaffeearomen, also wirklich was für nach dem Essen. Und ja, was es bei dem Drink noch besonders gibt, ist nachher die Garnitur. Wir nehmen halt halbgeschlagene Sahne, ähnlich wie beim White Russian. Und das gibt uns die Gelegenheit, vielleicht nochmal einen kleinen Bartrick Ihnen zu zeigen. Wenn man Schlagsahne hat und nicht mit einem Schneebesen die aufschlagen will, bis sie ganz steif ist, kann man immer die Spirale von einem Barsieb abmachen und einfach in den Shaker packen. Dann die Sahne, die man halt schlagen will, dazugeben. Lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Und dann shaken, denn das funktioniert immer gut. Das sollte eigentlich schon genügen. Jo. Das Einzige, was man natürlich dann hat, ist ein bisschen Sauerei. Also man muss natürlich nachher den Shaker und die Spirale dementsprechend spülen. Macht man wahrscheinlich am besten, wenn man mehrere Drinks vorbereiten will. Denn für einen machen wir es jetzt fürs Video, für zu Hause wahrscheinlich am besten einfach geschlagene Sahne nehmen oder Sprühsahne ein bisschen rühren, dann wird sie auch halb geschlagen. Solche tollen Tricks. So, der eigentliche Drink wird auch geshakt. Und zwar nehmen wir 4 cm Brandy, 2 cm Kaffeelikör, zwei Zentiliter Orangenlikör, und noch 2 Zentiliter Vanillelikör. Und ja, das ist jetzt relativ viel alkoholischer Anteil in dem Drink, aber Liköre neigen ja dazu, nicht 40 Volumenprozent zu haben. Looking at you, Cointreau. Also ist kein super leichter Drink, aber in dem Fall passt das schon. Und ein Vanillelikör, um die Aromen, die ich vorhin schon angekündigt habe, auch abzurunden. Und dazu kommt dann tatsächlich noch etwas kalter Espresso. Den haben wir natürlich schon vorbereitet. Auch etwa 2 Zentiliter, um die Kaffeenote in den Vordergrund zu stellen. So, das Ganze wird dann auf viel Eis wie üblich geshakt. Und warum ich jetzt das kleinere Teil unten in der Kreise ziehe? Manchmal macht man solche Dinge. Auch den Drink wollen wir wieder sehr kalt haben, denn auch dieser wird ohne Eis serviert. Und dann mit einem feinen Sieb doppelt abgesalzt. So, das ist jetzt der erdige Untergrund. Und wie gesagt, als Garnitur nehmen wir jetzt halbgeschlagene Sahne. Und die lassen wir jetzt auf den Drink drauf floaten. Und wenn wir es richtig gemacht haben, sollte sie eigentlich nicht in den Drink reinfließen. Und das sieht ganz gut aus. Wenn es das ein bisschen macht, ist nur für die Optik entscheidend.
geschmacklich macht das natürlich dann keinen großen Unterschied. Das wird sich gleich eher ein wenig vermischen. Und das ist der Gravedigger. Cheers!